So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Ja, ich habe auch ein paar Informationen, bevor wir jetzt dann mit dem Spiel nochmal direkt selber loslegen. Ich werde jetzt mal ganz kurz während ich das sage, werde ich mal meine Geräte, alle die hier rumliegen, stumm schalten. Einfach nur, weil ich das die letzten Mal immer vergessen habe bei der Aufnahme und dann hat sich das natürlich negativ ausgewirkt auf die Folgen selber. Ja, also bevor wir loslegen, möchte ich noch ein paar Sachen loswerden. Und zwar ist das hier jetzt definitiv festgelegt für mich die vorletzte Folge tatsächlich. Ich weiß, ich hatte versprochen, ich mache noch ein paar Folgen mehr, aber nein, nein. Ich habe ein anderes Projekt gerade, was in der Warteschlange steht, was dringend raus möchte, ne? Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, was danach folgen wird. Und ich möchte jetzt einfach mal, ja, Starbound Staffel 1 erstmal abschließen. Ne, war ein schönes Einsteigerprojekt, auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht. Wird auch dann die Staffel 2 wird dann auch wieder Spaß machen, natürlich. Und ich habe mir jetzt einfach mal hier aufgeschrieben, die letzten vier Dinge, drei bis vier Dinge wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob wir noch das vierte erledigen müssen. Moment, das kontrolliere ich mal ganz schnell vorher. Ja, müssen wir leider erledigen. Okay, also ich habe mir noch drei bis vier Dinge aufgeschrieben, die wir machen müssen. Also vier Dinge tatsächlich. Ja, die ich noch machen möchte, um genau zu sein. Ich tue das Ding mal weg da. Das stellen wir dann definitiv endlich mal in die Werkstatt hin. Gleich, wenn ich dann fertig bin mit meiner Rede. Und wenn ich werde jetzt die zwei unwichtigeren. Ja, wir haben schon wieder Hunger. Zwei der unwichtigeren Dinge, sage ich mal, die werde ich jetzt hier in dieser Folge noch erledigen. Also die Vorbereitung quasi auf das Finale. Und im Finale gehen wir dann die zwei anderen Dinge an. Ne, die ich geplant habe, das ist jetzt so die Aufteilung. Und das Finale, das wird dann auch überzogen. Hemmungslos überzogen, das ist mir völlig egal. Wenn die Folge dann eine Stunde dauert, dauert es eine Stunde. Habt ihr euch verdient, ihr habt fleißig mitgeguckt, habt euch das Ganze bis zum Ende angetan. Dankeschön dafür. Und deswegen verdient ihr euch jetzt einfach mal ein ausgiebiges Finale. Ne? Die zwei Specials, die folgen dann natürlich im Laufe des Jahres noch. Also auf jeden Fall noch bevor die Staffel 2 dann begonnen wird, schmeiße ich die euch noch nach. Aber bis dahin, ja. Genau. Also dieser Spielstand hier, ne, den wir jetzt hier haben, mit unserer kleinen Toner, den werde ich dann nicht mehr anrühren bis zur Staffel 2. Da werden wir dann an der Staffel 2 ungehindert fortsetzen, sofern ich dann wieder ein Charakter-Vibe kommt, natürlich, in Klammern. Ja, genau, und dann werden wir da einfach fortsetzen. Und auch das Piratenschiff, was wir jetzt hier gefunden haben, das würde ich jetzt gar nicht mal nochmal groß mehr beachten. Warte mal, wir haben ja die Location, haben wir, glaube ich, gespeichert, ne, von diesem komischen Affendorf. Ach so, Bookmarks. Ach nein, da ist es ja nicht. Das ist ja drüben am Teleporter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schau mal ganz geschwind am Teleporter. Ja, da ist es. Sehr gut. Dann ist das kein Problem. Dann kommen wir da auf den Rebellenstützpunkt. Und von da aus können wir dann uns das Piratenschiff angucken. Ne, wenn es dann in der zweiten Staffel losgeht. Ja, das war so die Überlegung. Und jetzt, genug geschwafelt, gehen wir mal die Projekte an, die wir alle geplant haben. Und zwar als erstes brauchen wir ganz dringend Benzin. Ne, weil der Fuel, da sind wir bei 30, da kommen wir nicht weit. Deswegen suchen wir uns jetzt. Ja, ist ja gut. Suchen wir uns jetzt hier einen netten kleinen Mond aus. Nämlich den hier. Und den werden wir wieder abgrasen. Wie ihr es von mir kennt, ne? Ich laufe die Oberfläche entlang und dann nehmen wir die ganzen Kristalle und alles mit, was an der Oberfläche zu finden ist. Und das Innen, ja, da scheißen wir jetzt mal drauf. Ganz ehrlich, das ist sehr nervig da. Und ich will jetzt auch versuchen, die letzten beiden Folgen, genau, die letzten beiden Folgen ohne Sterben durchzubringen. Wird schwierig. So, ich guck mal ganz kurz, was haben wir hier alles noch so? Ja, schauen wir mal, ob das bis Staffel 2 frisch bleibt, ne? Ich guck mal, was wie viel so eine Automato bringt. Ja, okay, gar nicht viel. Okay, haben wir das geklärt. Wollte ich nur mal gucken, um sicher zu gehen. So, den Apfel tun mal rein, weil der, denke ich, dürfte recht schnell kaputt gehen. Ich entmüll ganz kurz mal das Inventar. Ein letztes Mal sozusagen. Okay, ein vorletztes Mal. Ich denke, einmal werden wir es dann noch machen müssen. Da haben wir Venom-Sample schon wieder. Finde ich gut, finde ich gut. Wir haben wieder was für die Tech-Kiste, nämlich einen Teleporter-Core. Sehr gut. Den brauchen wir dann in der zweiten Staffel. Was haben wir hier noch? Genau, die wollte ich dann noch runterbringen auf die Werkstatt. Hier schauen wir mal, da haben wir. Genau, da haben wir hier noch was für diesen kleinen Platz hier. Ich hau die Kiste jetzt. Die Kiste, sage ich schon. Ich hau das jetzt mal alles in diese Reihe hier. Ne, wir können das jetzt alles umstrukturieren, weil das alles hier jetzt schon raus ist. Okay, da haben wir noch eine Kiste, die hauen wir hier rein. Und jetzt würde ich sagen, genau, haben wir hier noch Setzlinge. Die klatschen wir alle hier hin. Da müssen wir dann in Staffel 2. Da geht es dann los mit einem Plantagenbau. Mit einem kleinen. Und dann gucken wir mal,
ne, wie sich das da, was wir dann so alles da machen können. Wir haben hier Swamp Water, das ist natürlich Flüssigkeit, die kommt natürlich hier rein. Wir hatten noch was zum Verstauen, das tue ich noch hier rein. Was ist das? Ach ja, der Dampfboiler. Boiler ist ja anscheinend irgendwie tatsächlich ein deutscher Begriff mittlerweile. Wisst ihr ja, habt ihr auch im Keller stehen, ne, was euer Wasser erhitzt. Moment. Moment. Das will ich jetzt mal wissen. Ich hänge das jetzt mal hier hin. Und jetzt nehmen wir den Scanner-Modus. Okay. Nee, okay. Also falls das gegangen sein sollte, hat sich das jetzt erledigt. Schade. Okay, ich guck mal hier, was wir hier noch reintun können. Nix. Weil wir haben nix. Ich habe noch ein paar Kisten, habe ich gesehen. Ja, ist gerade ein bisschen chaotisch, weil ich habe doch trotz alledem wurde ich in meiner letzten Aufnahmesession zu Starbound wurde ich Leiter unterbrochen. Musste dann leider dann jetzt 2 Tage später nochmal von vorne an, also die neue Session starten. Trotz alledem. Ich wollte eigentlich nur noch eine Aufnahmesession machen, ging aber jetzt nicht anders, ne? Weil ich musste dann dringend weg, ganz spontan und deswegen wurde ich leider unterbrochen. Ist egal. So, Moment, warte, habe ich das richtig gesehen gerade? 59 Titanium! Was? Okay, bevor wir dann hier loslegen, mache ich dann doch das andere, was ich noch machen wollte. Und zwar gehen wir jetzt mal zur Werkstatt. Schauen wir noch einmal bei der Werkstatt vorbei. Ein letztes Mal, Freunde. Vielleicht ein letztes Mal. Vielleicht ist es auch ein vorletztes Mal. Wer weiß? Na, wer weiß das schon? Gucken wir mal, die Heilung. Komm, da holen wir uns noch eine Ladung, bis wir voll geheilt sind. So. Und jetzt gehe ich mal da oben wieder die Nähmaschine hinstellen. Die braucht man hier ja am ehesten, würde ich mal behaupten. Hier nämlich. So. Jetzt verarbeiten wir mal das ganze Titanium. 29. Geil. Geil, geil, geil. So, die Silberbarren verarbeiten wir natürlich auch. Das Gold machen wir noch nicht. Das aus bestimmten Gründen, die ich ja in den letzten Folgen zu ausgiebig genug erklärt habe. Ich schmelze das Kupfer jetzt doch mal ein. Naja, weil ich denke, Pixel, schön und gut, da kriegen wir jetzt dann mit dem, was ich vorhabe, noch mehr als genug. Ich wollte noch was upgraden, glaube ich. Ach, die kann man nicht mehr upgraden. Okay, dann haben wir die hier auf Maximum abgegradet. Hier brauchen wir dann Durastil für. Und hier brauchen wir dann. Ja, alles Mögliche. Was wollte ich noch upgraden eigentlich? Das geht auch noch nicht. Ups, das da, glaube ich, wollte ich noch. Ja, genau, das da. Und das können wir jetzt auch gleich mal machen. Sehr schön. Dann schauen wir noch mal ein bisschen, was wir hier so haben. Avian Ship Hatch. Avian Ship Door. Durastil Door. Duras. Eine Augentür. Moment, ich muss mal jetzt die Kopfhörer wieder leiser machen. Jedes Mal, ne? Also das ist schlimm. Meine Aufnahme ist dann am Ende, hört sie sich viel leiser an, als dann tatsächlich der Ingame-Sound, während ich aufnehme. Deswegen, ich musste die Kopfhörer dann lauter, wieder leiser, lauter, leiser, lauter, leiser und so weiter. Es ist anstrengend. Okay, Asphalt können wir herstellen. Ja, cool. Das merken wir uns mal, ne? Also wenn wir da ein bisschen Teer gefunden haben, und dann können wir uns da mal ein bisschen was herstellen. Bricks. Okay, schön und gut. Cabin Roofing kennen wir ja. Kakti Block kennen wir auch. Flash Chunks. Scheinen auch neu zu sein. Ja, brauchen wir nicht, ehrlich gesagt. Oh, Goldblöcke. Geil. Das können wir eigentlich mal mit dem ganzen Gold, was wir dann hier noch farmen können. Oh, Goldplattform. Boah, das müssen wir dann unbedingt machen, ne? Also die Kupferdinger hier, die hauen wir dann weg, die Ollen. Und dann machen wir die Goldplattform hin, weil die schauen schon geil aus. Also die schauen schon geil aus, kann ich mir echt sehr genial hier vorstellen. Silberblock, Silberplattform, auch schön und gut. Silberne Schraube? Nicht schlecht, nicht schlecht. Titanium-Paneele, ja. Hier, Treasure Hoard, also so eine Art, ja, wie soll ich sagen? Ein Schatzberg kann man dann damit craften, also bauen. Schaut echt cool aus, bestimmt. Heben wir uns aber mal auf. Da kann man Ketten bauen, unraffiniertes Holz. Interessant. Was können wir an neuen Kisten herstellen? Oh, einen avianischen Storage Locker. Da könnte man sogar einen bauen.
den könnte man dann bei uns im Schiff unterbringen. Weil der hat nämlich ziemlich viel Platz. 48 Slots, um genau zu sein. Ja, steht ja hier. Ja, das sind alles Dinge, die können wir uns dann überlegen, wenn wir dann in der Staffel 2 loslegen. Wir können uns jetzt endlich einen Mini-Fridge bauen. Aber ganz ehrlich, jetzt können wir einen Full-Size-Fridge bauen. Moment, haben wir nicht ein kryonisches Extrakt bekommen? Ja, und dann brauchen wir noch eine Batterie. Sehr geil. Können wir jetzt endlich auch bauen. Juhu! Durasteel-Stuhl, Durasteel-Tisch. Ja, egal. Wir wollen jetzt mal hier vorankommen, ne? Wir wollen ja die beiden Folgen ein bisschen hier noch kreieren, um dann die Staffelfinale zu erstellen. Ich werde auch jetzt bei der Folge hier, ne? Also, ich nehme mir jetzt felsenfest vor, dass wir die beiden Dinge, die ich jetzt vorhabe, auf jeden Fall in dieser Folge machen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir dann sind, ob wir dann die Folge beenden. Und da ist mir dann auch jetzt hier, die vorletzte Folge ist mir jetzt auch erstmal egal, ob die jetzt da eine Stunde dauert oder nicht. Ne? Das kriegt man hin. So, ich hau jetzt die beiden Dinger hier auch rein. Das da auch. Und von denen hier hau ich nur eine rein. Die andere könnte man nämlich eigentlich aufhängen. Die schaut nämlich bestimmt cool aus. Die macht sich bestimmt... Ja, macht sich doch ganz gut hier drin. Ist okay. Auf jeden Fall ist okay. So, die da hängen wir jetzt hier in den... Lagerraum, wollte ich sagen. Inventar. Hey, hauen wir da nach rechts. Und dann hauen wir die... Die stellen wir hier hin. So, dann können wir die Fackel hier nämlich wegmachen. So, dann können wir hier nämlich, wenn wir hier nicht rein müssen, können wir das Licht ausmachen. Oder eben wieder anmachen. Ne, ist ganz cooles, ganz funseliges kleines Licht. Schaut ganz nett aus. Schaut ganz nett aus. So, obwohl, wartet mal. Das mache ich doch anders. Ich zimmer die doch mal lieber woanders hin, hier drin. Nämlich hier oben. Dann ist ein bisschen aus dem Weg. Okay, ja, passt doch. Schaut ganz schön aus. Ich guck mal nochmal hier bei den Rüstungen. Ja, es scheitert halt an den Canvas. Ne, es scheitert an den Canvas, natürlich schlussendlich. Und ich denke, ich würde mal schauen. Ja, Silk können wir uns leider auch nicht leisten. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Auch wenn es mir leid tut. Aber es ist ganz ehrlich, für das Staffelfinale, ich möchte, dass das alles sicher sein Ende findet. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz zum Außenposten. Ja. Wir haben einen langen Ladebildschirm übrigens. Ja, da sind wir schon. Juhu. Hallo Leute, willkommen. Ich bin wieder am Aufnehmen, ne? Das wisst ihr. Also, putzt euch schön raus und so, ne? Okay, wir gehen jetzt da ganz links zu dem Typen da hier. Zum Infinity Express. Und dann schauen wir mal, ja, das Inventar können wir jetzt eigentlich wieder nach da zimmern, das schauen wir nach hier. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so finden können. Canvas. Brauchen wir zwei Stück? Ach du Scheiße, sind die teuer. Holy shit. Ich kaufe lieber ein Silk. Ne, weil dann haben wir wenigstens einen Teil schon mal. Und jetzt beame ich mich wieder zurück auf den, zu unserer Werkstatt. Ja, ich könnte jetzt einfach mich hochporten und dann wieder runter, aber... Warum so kompliziert machen, wenn man hier doch einen Teleporter hat? Hey, du willst bloß das Let's Play in die Länge ziehen. Nein, will ich nicht. So, ab zur Werkstatt. Schauen wir mal, ob wir jetzt was bauen können. Ich glaube, wir können sogar was bauen. Sofern ich mich nicht verkauft habe. Hehe. Also, verkauft im Sinne von, dass ich das Falsche gekauft habe, meine ich. Ne, wisst schon, was ich meine. Oh. Mhm. So, erst einmal hier Ruhe gestiftet. Ja. Sehr gut. Dann können wir das jetzt schon herstellen. Es würde reichen. Also das Titanium, was wir haben, würde auf jeden Fall reichen. Sehr geil. Sehr geil. Freue ich mich. So, jetzt haben wir eine neue Rüstung. Auf jeden Fall. So mal zum Folgen. Zum Staffelfinale gibt es so mal eine neue Rüstung. wo haben wir es hier? So. Zack. So. Dann können wir das dann auch wieder... Oh, Mann, haben wir viel Zeug. Das müssen wir alles noch unterbringen. Ach, du großer Gott. Wir können diese Sniper, können wir eigentlich mal verkaufen gehen. Die hier. Die ist ja relativ schlecht verglichen mit unserer, die wir anderen... mit unserer anderen, die wir haben. Mensch. Und lauter Zeug für die Tech-Kiste schleppe ich noch mit mir rum. Das können wir auch eigentlich verkaufen. So viel, was wir verkaufen können. Okay, ich guck mal, haben wir hier in der Kiste noch Platz? Ich glaube, eine Kiste ist noch leer. Ja, die hier nämlich.
Ja, dann hauen wir hier mal die Instrumente rein, würde ich sagen. Die brauchen wir im Moment ja erstmal nicht. Verkaufen würde ich es jetzt auch nicht wollen. Es ist mir schon echt schwer gefallen, die Flöte zu verkaufen, die wir da gefunden haben. Entschuldigung. Hier haben wir noch eins. Die Lead-Gitarre. Okay. Den Rest, ja, den können wir eigentlich noch so im Inventar lassen erstmal. Den hauen wir dann aufs Schiff wieder hoch. Ich gehe jetzt zuerst mal... Ja, genau, wir gehen jetzt erstmal was anderes machen. Eines der zwei Dinge, die ich in dieser Folge machen wollte, nämlich. Einfach nur aus Neugierde. Die 170 Gold, die wir jetzt da noch in der Tasche haben, ne, das sind ja original. Also die haben wir tatsächlich auf diesem Brocken hier gefarmt. Und jetzt kümmern wir uns... Oh. Mal um den restlichen Haufen hier. Weil wir wollten ja wissen, wie viel Gold wir dann am Ende haben. Ne, beziehungsweise ich wollte das wissen. Ihr wolltet es auch wissen. Habe ich jetzt beschlossen. Und dann nehme ich jetzt wirklich jeden einzelnen Popel mit. Einfach mal so, weil wir es können. So, jetzt kommt gleich hier wieder so ein Viech. Hey. Komm her. So. Und jetzt, ja, machen wir den Rest hier einfach weg. Ne, also ganz, den ganzen Popel da machen wir weg. Das ganze Gold, das gönnen wir uns. Das muss sein. Oh, was habe ich da gesehen? Freunde, da ist der nächste Asteroid. Ja, geil. Dann können wir uns hier eigentlich mal hochbauen. Ne? Oh, das, Leute, das machen wir dann. Ich schau mal ganz kurz. Ja, wir können noch können wir ein bisschen ausprobieren, weil noch ist die Staffel ja nicht beendet. Nicht wahr? So. Ich mache jetzt auch mal diesen, so eine Art kleiner Hinweis für mich, für die zweite Staffel dann, dass ich weiß, okay, hier ist noch was. Da musste ich noch hochbauen, quasi. Hm. Na? Okay. Ja, dann nehmen wir halt mal zwei breit. Ist ja egal. Ganz ehrlich, ist egal. Erde kriegen wir noch genug. Ja, wir haben schon wieder Hunger, ich weiß. Ich mampf mal schnell die zweite Dose noch. Danach müssen wir uns um die Frischsachen hier kümmern. Weil ich glaube, die werden demnächst schlecht. Schauen wir mal ganz kurz. Was sagt es? Oh ja. Müssen wir unbedingt verarbeiten. Okay, ich mach das mal schnell. Ich verarbeite das mal schnell. Einfach, damit das nicht verschwendet wird. Weil das Fleisch, gerade die Steaks, die bringen relativ viel Nahrung. Also die bringen uns ganz schön, die machen uns ganz satt eigentlich. Deswegen möchte ich die einfach dafür sorgen, dass die nicht kaputt gehen. So, Boiled Pearl Peas. Machen wir mal wieder ein paar. Okay, Inventar. Ist es jetzt vor... Ja, es should stay fresh for a while. Okay, sehr geil. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück auf die Werkstatt. Pipapo, wir müssen hier unten dann noch was erledigen. Klar, das ist das Zweite, was ich machen wollte. Jetzt machen wir erstmal das hier fertig, eben. Ich guck mal ganz kurz, was auf diesem Asteroiden da oben so ist. Vielleicht bauen wir ja dann auf der linken Seite, da wo wir jetzt das ganze Gold abbauen. Oh, mein Lieblingslied von dem, wo wir wohnen hier. So, Ruhe ist. Ja, schau mal, dann können wir vielleicht da einen Turm nach oben bauen. Auf die nächste Etage sozusagen. Kann ich mir ganz cool vorstellen, Mist. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was oben drauf ist. Ich komme da einfach nicht hin. Ja, egal. Haben wir das geklärt? Ich habe jetzt hier so einen kleinen Kackstift hingemacht. Und das nächste Mal, wenn wir dann hierher kommen, in Staffel 2, das erste Mal, dann sehe ich sofort, okay, da ist was. Na, da ist was, da müssen wir noch was hinbauen. Das sind jetzt so Vorbereitungen, ne? Also, dass wir die Staffel ganz schön abrunden können. Die Staffel ist chaotisch gestartet, ne? Also, sehr chaotisch. Und ich möchte, dass alles rund endet, wenigstens. Einfach, damit das einen Plan hat. Und dass es halt eine Freude ist, dann trotz alledem, dann zurückzublicken auf diese erste Staffel. Ja. Sehr viel Gold. Ich muss jetzt aufpassen kurz. Das will ich runterfallen. Das will ich nicht. Ich mach mal das einfach so gerade. So, ich will sicher gehen, dass wir uns wirklich nicht aus Versehen durchbauen. Wenn ich das nur ein Stick mache, dann ist die Gefahr einfach zu groß, dass ich aus Versehen mit dem Meta-Manipulator hier das Zeug wegmache.
und wir dann einfach ins Unbegrenzte hinunterfallen. Das wäre schade, vor allem das ganze Gold, das wir im Inventar haben, ne? Und die ganzen Sachen, will ich nicht verlieren jetzt, noch so zum Staffelfinale. Ja, ich hatte jetzt, es wäre natürlich jetzt noch mega geil gewesen, wenn der Hintergrund genauso viel Gold gehabt hätte. Aber hat er leider nicht. Ist schade, ist schade. Ja, es ist viel passiert. Ich denke, ich möchte dann in der nächsten Folge dann auch eine Art kleinen Rückblick dann geben. Also, was so meine Eindrücke waren jetzt zu Stardew Valley. Starbound, nicht Stardew Valley. Hehe, ich weiß nicht, warum ich letztens auch Stardew Valley sag. Ups. Genau, also meinen kleinen Rückblick zu Starbound Staffel 1 geben einfach. Weil es ja eben als zweites Projekt eigentlich doch verdient hat, dass man so mal ein bisschen, ja, seinen Fokus drauf richtet. Einfach mal guckt, ja, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was werde ich für die Zukunft besser machen und so weiter. All diese Sachen. Also das ist mir dann noch ein Bedürfnis. Vielleicht mache ich es auch in einem extra Video dann hinten dran. Nochmal so, vielleicht ein drittes Special. Na, das wäre doch mal auch was. Schauen wir, das können wir uns noch überlegen. So, noch ein bisschen Kupfer. Wir nehmen das alles mit natürlich, ja. Jeden einzelnen Popel da hinten. Er lässt sich auch sehr schön abbauen übrigens. Weil das alles so schön nebeneinander ist, kann man schön sich Reihe für Reihe nach unten buddeln. Und ich muss hier gleich noch mal ein bisschen Erde hinbauen. So, hier nämlich. Schwuppdi-duppdi. So. Da backt's. Ja, da hinten ist auch in der Rückwand auch noch ein bisschen was drin. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier einfach weiter. Buddeln wir uns weiter nach unten. Die Rückwand, die nehmen wir dann, wenn wir unten sind, wieder raus, natürlich. Ja, dann haben wir das erste auch schon erledigt, was ich in dieser Folge machen wollte. Mensch, es ging aber schnell. Wir sind erst bei 22 Minuten. Das heißt, wie gesagt, ich überziehe jetzt einfach hoffnungslos. Das ist mir jetzt egal. Es geht aufs Finale zu. Und deswegen, ja. Gönnen wir uns das jetzt einfach. Wenn die letzten zwei Folgen dann halt eine Stunde dauern jeweils, ist dann auch egal. Ich weiß, man schaut ungern eine ganze Stunde, aber ich denke, mit dem, was ich geplant habe fürs Finale, dürfte es recht spannend werden eigentlich, die eine Stunde. Und deswegen, ja, machen wir das. Ist kein Problem. Schwupps. So. Okay. Haben wir es gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft, dann ist das ganze Gold in unsere Taschen und dann gucken wir mal, wie viel wir jetzt haben. Weil das würde mich jetzt echt interessieren. Wahrscheinlich habt ihr schon mitgerechnet, so im Kopf. Wenn ihr dann so unten seht, so und so viel, es wird ja angezeigt, wie viel Gold man gesammelt hat, ne? Und der Schlussakkord. Schön. So. Noch mehr Gold. Mann, 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 ist das viel Zeugs. Wir sind reich, Leute, wir sind reich. Der neue Goldrausch. Ne, der Goldrausch im Universum. So, machen wir das noch weg. Oh, schon wieder kommt das Lied. Geil. Ja, jetzt müssen wir hier natürlich das Ding wegmachen. Das machen wir hier einfach so, machen wir hier einen kleinen... Eine Wand rein. Loch meine ich, keine Wand. Hey. Eine Wand wäre unpraktisch. So. Wir sind zurück. Jetzt schauen wir mal im Inventar, wie viel Gold wir gekriegt haben. Hier nicht, sondern hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier. ...422 Gold. Also Freunde, komm, das schmelzen wir nochmal alles ein. Ein bisschen, da kriegen wir dann, wie viel raus? 211. Ja, geht da schnell. Ne, geht schnell. Da warten wir einfach ganz kurz.
und lassen die schöne Musik einfach auf uns wirken. Das ganze Gold, Freunde, das, da wird man einen Teil davon nehmen, eben, wie gesagt, so Goldplattformen zu basteln. Ne, die können wir jetzt craften. An einem, Metall, bis an der Metallwerkbank. Und dann, ja, basteln wir ein paar und machen dann diese, Kupferplattformen, tauschen wir dann aus zu Goldplattformen. So, hier haben wir noch ein bisschen Kupfer, können wir auch noch einschmelzen gleich. Ja, es ist nicht so viel natürlich, weil es war ja auch nicht viel. Okay, schauen wir mal hier. Hier, dann machen wir ein bisschen Goldplattformen. Ich crafte mal nur 20 Stück, viel mehr brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja bloß das hier austauschen, ne? Oh. Ich sag mal kurz dem Kollegen hier Hallo. Tschüss. Ich weiß, ich wollte Hallo sagen, habe jetzt Tschüss gesagt. Tut mir leid. Okay. Wo sind sie denn, die Plattformen? Hallo? Ach, hier sind sie. So, eins, zwei. Eins, zwei. So, bonzig, wie wir sind, ne? Wir haben ja das Gold dafür. Basteln wir uns jetzt hier. So, Goldplattformen. So, ich tue die ganzen... jetzt hier, wo war denn das? Ach, das war da oben. Genau, hier war's. Die schmeißen wir jetzt hier rein. Und die da auch. So, daneben. Passt. Passt. Ja, gefällt mir. So, ja, es schaut viel besser aus, finde ich. Ich finde, das Gelb passt einfach besser jetzt hier da zu dem ganzen Gebilde. Ich weiß nicht, warum. Schaut einfach besser aus. Okay, ganz kurz mal hier ein bisschen Heilung einsammeln. Okay. Ja, schauen wir mal im Inventar nochmal ganz kurz durch. Ja, wir müssen unbedingt Inventar... Moment, wie viel haben wir? 15! Dann machen wir doch mal was, oder? Würde ich mal sagen. Wir können uns ja hier jetzt ein bisschen was gönnen. Das wollen wir nicht. Was ist das? 3x3. Genau, das da wollte ich machen. Upgrade. So, jetzt müsste unser Meta Manipulator nämlich 3 Blöcke groß sein. Also 3x3 Blöcke. Ja, sehr nice. Sehr nice. Bis wie viel geht das eigentlich? Das ist jetzt 4x4. 5x5. Oho. Ja, kann man was machen. Ne? Kann man ein bisschen was machen. Okay, ich guck mal hier. Na, brauchen wir nicht. Ups. Hier. Brauchen wir auch nicht. Okay. Okay. Dann hat sich das erledigt. Kann was. Ach du. Ich schau nochmal auf dem Schiff. Wie viele Cotton Wools wir noch haben. Also Baumwolle. Wie viel hat das gekostet, das Canvas? Ich glaube eins, ne? Eins so ein Cotton Wool. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das braucht 3. Und wir können... Oh, wir brauchen sogar 3 Cotton Wool. Mist. Ich schau mal. Vielleicht haben wir ja genug. Ne, vielleicht haben wir genug. Dann, aber ich wage es zu bezweifeln. So, da sind wir jetzt. Ja, ich kann viel M sagen. Hier nicht, hier nicht. Hier, da haben wir ein bisschen noch eine Static Cell. Hups, ne, egal. Machen wir so, das hauen wir noch hier rein. Das Venom Sample kommt natürlich noch mit rein. Was ist das? Scorched Core. Okay, hauen wir auch hier rein. Ich habe noch keine Ahnung, wofür wir was brauchen. Sehen wir dann. Das Kupfer hauen wir rein, das Silber hauen wir rein und das Titanium hauen wir rein. Das Ding brauchen wir noch. Das heißt, das heben wir noch ein bisschen auf. Genau, und ich gucke jetzt mal. Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Haben wir keine Baumwolle mehr? Das wäre ärgerlich. Scheint so. Ich glaube, wir haben keine Baumwolle mehr. Mist. Ja gut, egal. Kann man jetzt nicht ändern. Ist halt so, wie es ist. Ne? Ist so, wie es ist. Dann haben wir halt keine... Baumwolle mehr. So, jetzt haben wir 7 mittlerweile. Gefällt mir. Hier haben wir nochmal 5. Das kommt dann in den Kleiderschrank. Das da auch. So viel für den Kleiderschrank. Ich glaube, wir haben keinen Platz da drin. Egal, gucken wir mal. Wo ist er hier? Ja, wir haben keinen Platz drin. Mist. Das da kommt rein. Das da kommt rein.
Ja, dann haben wir auch jede Menge throwable Items. Ach ja, die sind da oben. Ach, Moment, da haben wir, glaube ich, auch noch welche. So Seile. Okay, nee, doch nicht. Habe ich mich geirrt. Okay, dann hier oben. Die ganzen throwable Items rein. Das wären dann die da. Die da. Die da. Die da. Haben wir noch irgendwelche? Ja, hier die da noch. Ah, hier ist noch eine Flare. Ja, okay, das war's. Mehr können wir da nicht machen. Und ich denke, die ganzen Waffen, die wir nicht brauchen, die könnten wir eigentlich dann verkaufen. Oh, wer ist noch was für die Tech-Kiste? Schmeiß ich mal schnell rein. Oh, wir können uns auch ein Tech-Upgrade holen. Wäre eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ich tu mal nochmal ganz schnell hier. Da nehme ich jetzt einfach mal diese Riesenkiste hier. Die stellen wir hier hin. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, da jetzt in dieser, ja, in dieser Session das jetzt noch hier zu verkaufen. Das heißt, ich werde das Zeug einfach hier jetzt einlagern. Und dann können wir das machen, wenn wir dann das nächste Mal, ja, wenn die Staffel 2 losgeht. Oder ich mache das dann offscreen, bevor es Staffel 2 durchstartet. Tun wir dann mal aussortieren, die Waffen hier und ein bisschen was verkaufen. Aber ich denke, es würde euch auch interessieren, wie viel Geld man eigentlich dafür kriegt. So, und ich tue jetzt auch die restlichen Sachen für den Kleiderschrank. Die tue ich jetzt auch hier rein. Ne, also hier kommen jetzt dann Waffen und Klamotten rein, hier in diese Kiste. Okay. Ja, das passt eigentlich. Und ich tue die Sniper Rifle, ganz ehrlich, tue ich jetzt auch mal da rein. Weil, ja, wir haben die eh nicht benutzt. Und deswegen ist schon okay. Dann können wir eigentlich noch eine Kiste hinstellen. Dann machen wir jetzt aber dann eine kleinere. Oder nehmen wir die letzte große hier. Ja, nehmen wir die letzte große hier. So, und dann können wir hier die ganzen Sachen, die wir hier drin haben. Moment, hier. Moonrock, das da, 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 das da. Ja, wir haben Hunger gleich. Ich kümmere mich gleich drum, okay? Ich kümmere mich gleich drum. Mit dem Piepen könnt ihr jetzt da ganz kurz, denke ich, klarkommen. Hoffe ich mal. So, Cobblestone kommt hier nicht rein. Das hier, das kommt dann unten rein. Das da. Das da. Das da. Und das da. Okay. Inventar. Da waren wir ja eigentlich schon richtig. Ich manchmal schnell die Sachen, die beinahe schlecht werden. Erstmal. Das da, das da. Das da. Das da. Also bevor es schlecht wird, ne, hau ich das jetzt alles mal in den Wanst rein. So, das passt. Mehr esse ich jetzt erstmal nicht. Obwohl, ich esse den Apfel noch. Dann können wir nämlich das Ei hier einlagern, weil ich glaube, das geht jetzt nämlich demnächst sonst auch kaputt. Okay. Die beiden, ja, sind noch eine Weile haltbar, ist in Ordnung. Das ganze Gold zimmer ich schon mal hier rein. 247. Freunde, das ist ein bisschen was, ne, was wir hier haben, ist ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen Fibers. Flashstand. Tun wir auch hier rein. Keine Ahnung, wofür wir es brauchen. Wird schon seinen Grund haben. Ne? Wird schon seine Berechtigung haben. Ich denke, Silber brauchen wir jetzt auch nicht, eigentlich auch nicht mehr. Tun wir hier rein. Das Kupfer sowieso nicht. Da haben wir auch jede Menge. Das Titanium brauchen wir ja jetzt dann. Und den Tungsten nehme ich auch nochmal auf. Falls wir den brauchen nochmal. Okay, was haben wir jetzt noch hier drin? Das war's eigentlich. Genau, ich möchte gerne noch die Cobblestones hier unterbringen. Natürlich die Holzdinger, die wir noch haben. Moment, wo waren die Holzdinger? Hier waren die Holzdinger. Die kommen hier noch hier rein. Die Cobblestones kommen noch hier rein. Und den Sand, ach, den tun wir auch hier rein. Ganz ehrlich, ich werde den jetzt diese Folge eh nicht mehr verarbeiten. So, dann gehe ich nochmal ganz schnell runter zur Werkstatt, denn wir müssen uns beeilen. Ich bin jetzt schon überzogen und habe erst eine Sache geschafft in der Folge. Und ich möchte garantiert diese beiden Sachen in dieser Folge machen. Ne? Also ich möchte da jetzt nicht nochmal extra Folgen machen. Zwei Folgen noch, dann passt's. Dann ist gut. Und, ja. Natürlich die zwei Specials noch. Aber die folgen dann im Laufe des Jahres noch. Vielleicht so, ja, ich könnte mir zu Weihnachten vielleicht vorstellen, ne? Dass wir zu Weihnachten das eine noch raushauen. Also das eine Special, was ich schon lange versprochen hatte, was ich nicht verraten will. Und ja, dass wir vielleicht dann so um Jahreswechsel rum dann die Lesestunde machen. Oder die Lesestunde zu Weihnachten. Ich glaube, das passt zu Weihnachten besser, die Lesestunde. Genau, machen wir es so rum. Zu Weihnachten die Lesestunde und dann das andere Special, was ich versprochen habe, dann an Silvester.
Genau, so rum machen wir das. Es hört sich noch einen Plan an. Okay, wir haben nächstes Mal einzuschmelzen, richtig? Nein, haben wir nicht mehr. Okay, genau. Ich wollte wegen Crafting. Einmal, genau, da fehlen uns zweimal Canvas. Und ganz ehrlich, bevor wir uns jetzt hier reinstressen, ja, kaufe ich mir die jetzt draußen mal an der Ding, wenn wir uns die leisten können, am Außenposten. Ne, also der Ding. Der Ding ist der Außenposten. Das ist Pedonzo-isch für Außenposten. Pedonzo-isch? Okay, nein, das klingt scheiße. Ja, ich sag's auch nicht mehr. Okay, ja, es fängt zu ruckeln an, weil viele Leute hier sind. Ist kein Wunder. Ist halt so. Ja, hat auch schon wieder Schwierigkeiten gemacht, die Aufnahmesession. Muss ich auch, kann ich ja mal jetzt am Rande erwähnen, ne? Also, die hat ein bisschen wieder Probleme gemacht. Ließ mich wieder nicht aufnehmen. Wegen Zugriffsverletzungen und Pipapo, den ganzen Scheiß halt. Okay, wir brauchen... Wir können uns keine zwei leisten. Wenn wir jetzt was können wir denn verkaufen? Es fehlt uns tatsächlich bloß... Moment, 750. Geteilt durch... mal 2 meine ich. Das wären dann 150, ne? Ja, das gibt gerade mal 5. Das gibt 100. Ja, nee, das kriegen wir nicht zusammen. Da müssen wir die ganzen Waffen verkaufen. Mist. Zumindest eines gönnen wir uns noch. Ja, also zumindest noch ein Rüstungsteil, den craften wir uns noch. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal einmal Canvas einfach mal kaufen. So, das andere können wir uns leider nicht leisten. Ist halt so. Ist halt so, da können wir jetzt nichts dagegen machen. So, schnell mal kurz aufs Schiff. Ich mache es doch so, weil es einfach schneller geht gerade in dem Moment. So, jetzt hier noch nach unten auf die Werkstatt. Ja, dann gucken wir mal. Das zweite, was ich dann in dieser Folge noch machen will. Ich denke, ihr wisst jetzt eh schon, was ich vorhab als zweites noch in dieser Folge. Oh, ja, den kümmern wir uns mal auch noch schnell. Pixel sind Pixel. Naja, und ob das jetzt bloß 10 sind oder gar keine, ist egal. Sie helfen uns. Okay, wir haben jetzt einmal Canvas, das heißt, wir können uns überlegen. Was bringt denn mehr? 45, 18, 9, 9. 30, 12, 6, 6. Also der Helm gibt uns mehr Rüstung und mehr Angriffsstärke, aber dafür vom Rest weniger. Ich denke, mehr Rüstung ist sinnvoller. Das heißt, wir machen mehr Rüstung und mehr Angriffsstärke. Okay, machen wir ein bisschen eine offensivere Rüstung. So, ja, dann haben wir das zweite Rüstungsteil auch schon fertig. Nice. Hat jetzt zwar natürlich ein bisschen Geld gekostet, aber es wäre immer noch günstiger, als wenn wir uns die Rüstung komplett kaufen. Okay. Sparrow Helmet. Helm. So, das tun wir dann wieder aufs Schiff. Ja. Dann würde ich sagen, Freunde, verabschieden wir uns von dieser Werkstatt. Viel zu tun in der zweiten Staffel. Das Zukunfts-Ich darf da sich sehr viel drum kümmern. Das da ist jetzt Maximum aufgewertet. Das heißt, da geht nichts mehr. Ne? Seht ihr hier, kein Upgrade möglich. Das heißt, wir kriegen alles jetzt dann hier. Sehr geil. Wie schaut's hier aus? Hier können wir noch einmal upgraden natürlich. Wir müssen noch eine Raffinerie bauen. Einen Kitchen-Counter. Eine Fusilsstation. Ja, machen wir dann. Eine Apotheke. Ja. Ich denke, in der Apotheke könnten wir eigentlich auch wahrscheinlich verbesserte medizinische Sachen, denke ich, herstellen. Wäre dann auszuprobieren. Wie gesagt, alles in der zweiten Staffel. So viel, was ich mir da vorgenommen habe. Hehe. Das wird dann auch strukturierter. Das verspreche ich euch jetzt gleich schon, weil das war ja jetzt alles ein bisschen, ja, durcheinander. Das machen wir dann alles ein bisschen strukturierter und, ja. Aber das erwähne ich dann bei unserem kleinen Rückblick dann nach der nächsten Folge. Okay. Gut. Das war's. Dann gehen wir aufs Schiff zurück. So. Ja, haben ein bisschen Schaden genommen. Mein Gott. Was soll's? Viel Schaden machen die Viecher ja gar nicht, ne? So, sind wir zurück auf dem Schiff. Ich lasse das jetzt Inventar jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich sortiere es noch ein bisschen. Ach so, Moment, nee, das da muss noch raus. Hier war es nämlich. Nee, hier war es. Genau, hier war es, da kommt der Helm noch rein. Okay,
Ich probiere dann mal mit der Fernkampfwaffe dann, ne? Wenn uns so ein Geist angreift, probiere ich mal, ob man die vielleicht doch erledigen kann. Ne? Wäre interessant mal zu wissen. So. Okay, das erste, was ich mache, Fackel setzen. Hier, so. Und jetzt geht's los. So, ja, also ihr seht schon, das läuft wesentlich besser als mit unserem alten Meta-Manipulator. Ich denke, da kommen wir ganz easy rum. Und ja, werden schon wieder gespookt. Was? Okay. Da unten ist noch ein bisschen was, das hole ich jetzt auch nochmal schnell. Auch wenn es ein bisschen YOLO-Style ist. Ne? Es geht ja schnell, seht ihr ja. Boah, es geht so geil schnell, Freunde. Das freut mich. Das freut mich. Wenn da jetzt so ein Viech kommt, ne, dann sind wir ja hier. Wir sind gewappnet. Das kann uns gar nicht hier was antun. Das easy. Oh, ist auch noch eins. Ich nehme jeden einzelnen Popel mit, weil die brauchen wir. Hier so. Was haben wir noch? Ne, das war hier ist nix. Habe ich mich verguckt kurz? So, hier Bullmann ist auch noch ganz senkrecht nach unten. Ich kriege hier schon Halluzinationen. Voll lauter Panik. Hab schon auf dem linken Ohr wieder so ein Viech gehört. Aber da ist nichts. Habe ich gerade gesehen. Da ist nichts. So, was ist hier oben? Das ist ein einzelner Popel. Ja, okay. Den hole ich mir dann doch nicht. Weil der ist zu unwegsam. Oh, was haben wir hier? Oh, Heilung. Cool. Okay, nach rechts. Hier, die Dinger nehmen wir mit. Oh, da war eine Fackel drin. Wie auch immer da eine Fackel hinkommt. Ist generell, ne? Es ist so eine Frage. Unbewohnter Planet. Es sind lauter Sachen zu finden. Oh, Gift. Ja, jetzt nach der Heilung gibt es natürlich noch ein bisschen Gift um die Ohren. Ist doch kein Problem. Jetzt aber definitiv auf dem linken Ohr. Da ist ein Viech. Ne? Wir werden heimgesucht. Mann, wie lange geht denn das Gift? Viel zu lang. Aber schnell mal eine Salbe in den Magen reinhauen. Nee, das ist mir gerade. Mir ist gerade unser Verfolger ein bisschen zu dicht. Obwohl. Es geht ja schnell. Okay. Oh, da unten ist noch jede Menge. Ja, ich mache immer mal wieder ein Loch in die Wand, einfach um zu testen, ob wir uns noch nach hoch teleportieren können. In Sicherheit. Ne, es geht um Sicherheit. Weil ich möchte nicht das ganze Zeug verlieren. Ich möchte, wie gesagt, ich möchte nicht noch einmal sterben. Jetzt in diesen letzten zwei Folgen. Weil das jetzt irgendwie. Irgendwo ist mal gut. Irgendwas ist mal gut. In dieser ersten Staffel bin ich so oft gestorben. Oder sind wir so oft gestorben, besser gesagt. Das ist nicht mehr feierlich. So, schnell mal hier noch. Und dann geht's ganz hurtig weiter, weil der ist uns sehr dicht auf den Fersen. Oh. Meteoriten. Was? Nicht ernsthaft. Wir laufen da unten und werden tatsächlich von einem Meteoriten getroffen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bitte? Gering. Die ist doch minimal. Oh. Ich will die Sachen holen. Oh, Jemine. Ja, übrigens, diese Respawn-Sequenzen, ne, die überspringe ich jetzt immer mal wie immer einfach, weil ich denke, die habt ihr oft genug gesehen. Das ist, denke ich, ja. Ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt da noch einer draufgekracht ist. Noch so ein Felsen, der unsere Sachen dann zerstört hat. Weil ihr es habt gesehen, wenn da was draufkracht, wird alles zerstört. Und das ist ungeil. Nee, geil. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt. Sehr gut. Erkius Kristallfuel. Ja. Wir werden heimgesucht. Ich weiß. Ich finde es schade, dass das jedes Mal kommt. Jedes verflixte Mal werden wir darauf hingewiesen, dass wir heimgesucht werden. Das ist doch bewusst. Das ist uns doch klar. Mensch. Okay, hier. So.
Da, den einen hier noch, den einen Popel. Und dann gehen wir weiter. Wie gesagt, ich will da jetzt so selten wie möglich sterben. Und ich, wenn ich es wahrscheinlich jetzt nochmal erwähne, kommen jetzt gleich wieder Meteoritenschauer und wir werden nochmal erschlagen. Ja. Wow, yeah. Ja, wenn das nächste Mal ein Meteoritenschauer kommt, dann teleportiere ich mich nach oben. Ich weiß nicht, wie häufig das auf dem Mond hier passiert. Ich würde es jetzt aber nicht als ultra häufig einstufen, ehrlich gesagt. Würde zumindest keinen Sinn machen. Ja, ich schaue mich noch ein bisschen um, ne? Also falls... Einfach um zu gucken. Ich finde den Hintergrund eigentlich ziemlich geil hier. Wie man hier quasi den Heimatplaneten sieht, dieses Mondes. Und auf der linken Seite dann so ein bisschen die Sonne. Ist eigentlich ziemlich geil. Gefällt mir. Okay, die ganzen Pixel natürlich, die dürfen wir nicht vergessen. Oh, es wird Nacht. Es wird tatsächlich Nacht auf diesem Mond. Das ist mal was. Das ist mal was Neues tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Mond, wo wir gesammelt haben, oder bei den letzten Monden generell, ob es da, auch Nacht gewesen ist. Oder ob wir da den Nachtzyklus überhaupt mal mitgenommen haben, also den Nachtteil des Zykluses. So, ich gucke mal ganz kurz. Okay, ich schau mal ganz kurz, ob da... Okay, nehmen wir mit. Ein paar Pixel. Schaden nicht, ne? Wir sind jetzt einmal gestorben, das heißt, wir müssen natürlich die Pixel alle wieder reinholen. So. Ja, die kleinen Popel da unten, ist jetzt der Aufwand zu groß, sich da runter zu bohren. Deswegen machen wir es lieber hier. Also, ihr habt es ja beim letzten Mal, denke ich, ihr erinnert euch bestimmt noch ans letzte Mal, wo ich hier auf so einem Mond war, um Treibstoff zu farmen. Also wir haben ganz viel. Wirklich, der Tank war halb voll und ich bin nur wirklich über die Oberfläche des Mondes gerannt, tatsächlich. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, das war, es lohnt sich schon, ne? Also wenn das jetzt hier, das wirkt hier zwar ein bisschen unlohnend, okay. Es wirkt zwar auf den ersten Blick unlohnend, aber im Endeffekt dann, ne, tatsächlich, kriegst du den Tank mindestens halb voll. Und da wir uns jetzt ein Stück weit auch nach unten buddeln, weil jetzt der Meta-Manipulator wesentlich besser ist und so. Oh, nee. Oh, Sternenregen, cool. Geil, Sternenregen. Der ist cool, der gefällt mir. Der ist auch harmlos, glaube ich. Hoffe ich. Ja, der ist harmlos. Wir sind gerade getroffen worden von einem, übrigens. Das heißt, deswegen weiß ich, dass der harmlos ist, gerade. Okay. So, ich nehme den da noch mit raus und den da noch mit raus. Okay, passt. Und jetzt gehen wir hier runter, weil da unten ist noch jede Menge. Das will ich echt hier nicht liegen lassen. Ganz ehrlich nicht. Das passt. So. Und dann gehen wir weiter. Ich frage mich, wie lange das jetzt noch dauert, bis wir einmal rum sind. Weil der war ja nicht besonders groß, der Mond, tatsächlich. Müsst mal gucken. Hier noch. Hier noch. Den noch mit. Ich glaube, ich habe links schon wieder so einen Geist gesehen, so einen blöden. Ja, ich wollte eigentlich ausprobieren, ob man die mit Fernwaffen erledigen kann. Stimmt, das wollte ich machen. Müssten wir eigentlich dann doch mal gucken. Ups.
Eins, zwei. So. Monde an sich sind eigentlich nicht... Finde ich eigentlich nicht schlimm. Ganz ehrlich, es hat zwar nicht viel, ne? Also außer jetzt diesen Treibstoff da. Aber ich finde die eigentlich doch ganz cool. Ich glaube, da kommt ein Viech von links schon wieder. Ja, da kommt's. Ich schau mal ganz kurz. Ne, wir können dem tatsächlich keinen Schaden machen. Okay, dann ist das auch geklärt. Ich laufe. Ich nehme die Beine in die Hand. Wieso die Flügel oder die Klauen? Keine Ahnung, wir sind ja ein Vogelmensch. Das heißt, wir müssen das natürlich an die Biologie unseres kleinen Helden hier anpassen. Wir nehmen die Flügel, na die Beine, die Klauen in die Flügel. So, jetzt haben wir's. Okay, hier ist nochmal ein großer Haufen, der lohnt sich auch nochmal zu holen. Ab, hurtig in die Taschen rein. Und dann müssten wir jetzt langsam einmal rum sein. Oder etwa nicht. Ja, wir sind einmal rum. Da sind wir schon. Hier ist das unsere Ausgangssituation. Okay, dann gehen wir wieder zurück aufs Schiff und schauen mal, wie viel Treibstoff wir jetzt bekommen haben. Ja. Da drüben ist natürlich der Treibstoff zum Einfüllen. Wo ist es? Da ist es. Ja, ganz, ganz nett. Also ihr seht schon, es lohnt sich ein bisschen, ne? Nur die Oberfläche alleine, das reicht völlig aus, tatsächlich. Okay, ja, dann haben wir die beiden Sachen erledigt. Ich schau mal ganz kurz, ob wir sie wirklich noch erledigt haben. Bookmarks, Außenposten, Little Secret, Außenposten. Ich glaube, das war's, wo wir, Florana-Zeug hatten. Ja, genau. Gut, also es reicht easy. Easy reicht's dahin, das kriegen wir easy hin. So viel easy und hin in einem Satz. Okay, Tools. Wir haben noch ein paar Tools, die wir noch unterbringen haben. Das mache ich noch schnell in der Folge. Ganz ehrlich, jetzt sind wir eh schon bei ungefähr einer Stunde. Ich weiß leider nicht, welche Ausversehen zwischendurch auf dem Aufnahme-Beenden-Knopf gekommen bin. War ein bisschen blöd. Tastatur an die Tischkante geknallt und so. Ne? Passiert. So, hier rein noch die da hier. Genau, und den Rest, den hauen wir dann da oben rein. Weil, ganz ehrlich, wir können daraus eh nichts mehr machen. Und deswegen passt das schon. So, Essen brauchen wir der... Ja, wir können das eigentlich mal in den Wanst hier noch rammen. Ist egal. Ja, die Sachen, die sind mir jetzt auch erstmal ganz egal. Moondust, oh, schön. Nein. Okay, ja, dann tue ich mal ganz kurz das hier wieder hier rein. Und das war's. Das brauchen wir hier nicht. Brauchen wir? Die brauchen wir nicht. Okay, dann tue ich hier nochmal direkt da oben nämlich lieber rein. Der ist wichtiger hier oben. So, und dann würde ich sagen, dann war's das für die vorletzte Folge der ersten Staffel. Schade. Also wir haben die beiden Teile, die jetzt geschafft, die ich mir vorgenommen habe für diese Folge. Ich habe auch aufgeschrieben, was ich dann für die letzte, finale Folge dann tatsächlich machen will. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und schaltet auch in der letzten Folge dann wieder ein, vor der Winterpause. Und ja. Halt die Ohren steif. Vielen Dank fürs mit dabei sein, so lange jetzt schon. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.